meinen eigenen Erfahrungen heraus und natürlich auch der Beobachtung anderer Fotografen habe ich einen Prozess entwickelt, wenn man so will, der für mich ziemlich gut darstellt, wie eben die Schritte von eben der ersten Idee zur fertigen Fotografie aussehen. Insofern eben Fotografie mehr als die bloße Darstellung der Realität sein soll. Und darauf basierend ist eben ein Drei-Schritte-Prozess, wie gesagt, entstanden. Und um den soll es eben in diesem Video insbesondere gehen. Der erste Schritt ist die Frage nach dem, was uns begeistert. Statt nämlich sofort loszulegen oder irgendwie Fachzeitschriften über die besten Aufnahmetechniken zu wälzen, solltest du dich vielleicht erst einmal fragen, was dich wirklich interessiert und was dich begeistert. Was bringt deine Augen wirklich zum Leuchten? Bei welchem Thema, bei welcher Sache oder bei welcher Person entwickelst du ja ganz automatisch Ideen, Gefühle oder vielleicht sogar Erinnerungen, die für einen ganz bestimmten Blick eben auf eine Sache sorgen? Was ärgert dich? Was bringt dich zum Lachen? Welche Landschaften oder Orte ziehen dich vielleicht in irgendwann? Bei mir sind es beispielsweise die schroffen schottischen Highlands und generell die Landschaften auf den britischen Inseln. Wenn ich dort fotografiere, dann vergesse ich wirklich Raum und Zeit, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Da bin ich auch schon mal nachts im Dunkeln durch die Gegend getappt und musste mir mühselig den Weg nach Hause suchen. Meiner Meinung nach kannst du nur in dem Ausmaß eben bedeutende Fotografien hervorbringen, wie sehr du für dein Sujet brennst. Martin Luther King hätte ganz bestimmt versuchen können, eine ganz flammende Rede über Mikrowellentechnik zu halten. Ich bin mir aber sicher, das hätte wenige begeistert, mich jedenfalls nicht, da seine Passion natürlich eine ganz andere war. Gleichermaßen hätte auch Ansel Adams, der Urvater der Landschaftsfotografie, wahrscheinlich ziemlich passable Porträtfotos machen können. Ja, von diesen Fotos wäre aber ganz bestimmt nicht die gleiche Strahlkraft ausgegangen wie von seinen weltberühmten Landschaftsfotografien. Damit kommen wir zum zweiten Schritt. Wenn wir eine Fotografie erschaffen wollen, die eben das kommunizieren kann, was uns am Herzen liegt, müssen wir uns nämlich zunächst mit dem beschäftigen, was man auch innere Bilder nennen kann. Das heißt, man muss sich nicht nur fragen, was einen interessiert, sondern vor allen Dingen auch, warum es einen gerade interessiert, welche Gefühle es auslöst und wie sich diese Gefühle eben für einen selbst darstellen. Sind es beispielsweise schöne Türen von alten Häusern, auf die dein Blick immer wieder gelenkt wird? Oder fährst du meinetwegen gern Rad und genießt die vorbeischauenden Bilder um dich herum? Wenn du dir das ganz genau überlegt hast, kannst du dann nämlich in Kommunikation mit dir selbst treten und dich fragen, warum dich gerade dieses Thema so interessiert. Bei den alten Türen könnte es sein, dass mich dann vielleicht nicht die Tür selbst fasziniert, sondern der Gedanke daran, wie viele Menschen vielleicht schon dort gelebt haben und ja, wie viele eben bereits durch diese Tür gegangen sind. Vielleicht ist es aber auch die Tür ein ganz bedeutendes Hauses, was für dich eine ganz besondere Bedeutung hat. Vielleicht ist die Tür sehr massiv und du magst einfach den Gedanken an die Sicherheit und Heimeligkeit, die sie dir bietet. Du siehst, je nachdem, was ich oder was du dir genau dabei denkst und was du dabei empfindest, ergibt sich ein völlig anderes inneres Bild. Damit sind wir beim dritten Schritt. In den meisten Fällen fällt es uns schwer, unsere Gefühle und Gedanken so eben zu äußern, dass sie von anderen Personen in eben genau diesem Sinn verstanden werden. Wenn wir fotografieren, kommunizieren wir mit und über fotografische Bilder. Das heißt, die Dinge, die wir zeigen, sind natürlich einerseits sehr eindeutig. Die Fotografie an der Tür zeigt eben auch eine Tür. Andererseits lässt die Fotografie als Bild dem Betrachter natürlich sehr viel Spielraum für Assoziationen und Gefühle, die er selbst an das Bild heranträgt. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit den Türen. Bevor ich darüber nachgedacht habe, warum sie mich begeistern, hätte ich vielleicht nach völlig anderen Maßstäben fotografiert und mir gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht hätte ich ein Bild von der ganzen Tür gemacht, vielleicht wäre es auch ein ganz passables Bild geworden, aber eben kein besonders gutes Bild, mit dem ich eben das ausdrücke, was mir wichtig ist. Habe ich herausgefunden, dass mich eben der Gedanke fasziniert, beispielsweise wie viele Menschen diese Tür schon gesehen hat, dann fällt mir vielleicht auch auf, dass ja meinetwegen auf dem Türknauf schon ganz viele kleine Abnutzungsspuren sind, die eben unter einem ganz bestimmten Lichteinfall ein ganz bestimmtes Muster bilden. Und in diesem Fall habe ich eben genau das Bild gefunden, was meine Begeisterung für das Objekt ausdrückt. Ich habe dann wirklich eine ganz komplett andere Herangehensweise und stelle natürlich auch die Kamera anders ein, verändere den Winkel, habe dann ein komplett anderes Bild. Der Inhalt der Fotografie ist natürlich im Grunde genommen immer noch der gleiche, es ist einfach eine Tür, aber es ist eben auch das Bild von etwas, was immer noch da ist und eben Spuren von etwas trägt, was nicht mehr da ist. Und in diesem Fall eben Spuren der Person, die da vorbeigegangen sind. Die Wirkung der Fotografie ist natürlich dadurch eine ganz andere.
Ja, das sind sie meiner Ansicht nach, die drei Schritte des fotografischen Prozesses. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, aufspüren, was dich begeistert. Zweitens dann herausfinden, warum dich das so begeistert und eben innere Bilder finden. Ja, und last but not least, das dritte, das Wie. Also eben bestimmte fotografische Mittel verwenden, um eben diese Essenz deiner Begeisterung, eben jene innere Bilder zu visualisieren, beziehungsweise diese inneren Bilder nach außen zu bringen.